Die Freude bei den Fans von Costa Rica war groß. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die Nationalmannschaft das Viertelfinale einer WM erreichen. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung im Achtelfinale gegen Griechenland zugunsten der Costa Ricaner. Brian Ruiz hatte die Zentralamerikaner kurz nach der Pause in Führung geschossen. Lange sah es danach aus, dass die Mannschaft das knappe Ergebnis über die Zeit bringen würde, auch wenn die aufgrund einer gelb-roten Karte gegen Oscar Duarte nur noch zu zehnt waren. Doch der Dortmunder Sokrates erzielte kurz vor dem Ende der Partie den Ausgleich. Nach einem gescheiterten Versuch von Theofanis Gekas war es Michael Umana, der sein Team ins Viertelfinale schoss. Die griechischen Fans zeigten sich dennoch zufrieden mit ihrer Mannschaft. Zum ersten Mal haben wir es ins Achtelfinale geschafft. Wir hätten noch eine Runde weiterkommen können, wir versuchen es aber das nächste Mal. Ein historischer Sieg für uns. Wir stehen zum ersten Mal im Viertelfinale. Wir werden gegen die Niederlande in Salvador eine gute Leistung zeigen. Wir werden dem Duell ins Auge blicken. Im Viertelfinale am Samstag wartet mit den Niederlanden eine schwere Aufgabe auf Costa Rica.